Hallo liebe Tieftonliebhaber, in dieser Vlogfolge geht es um Rhythm Changes. So wie auch der Blues oder das Blues-Schema ist das Rhythm Changes-Schema ein essentielles Akkordeschema im Jazz und du solltest diese Liedform absolut spielen können. Es gibt nämlich nicht nur wieder zahlreiche Songs, die dieses Schema benutzen, sondern die Akkordfolgen und harmonischen Akkordverbindungen gehören eigentlich wieder zur Basiskenntnis im Jazz und kommen in einzelnen Fragmenten in unzähligen Jazzstandards vor. Und das bedeutet, dass wenn du Rhythm Changes spielen kannst, dich das wieder ein ganzes Stück näher ans Lernen anderer Jazzstandards bringt. Dazu muss ich sagen, dass es nicht wirklich eine feste Akkordstruktur gibt, sondern wie auch beim Blues eigentlich mehr eine klangliche Struktur. Es gibt zahlreiche Varianten und die einzelnen Akkorde werden oft wieder mit Substitutionen ersetzt. Wie gesagt, klanglich bleibt alles mehr oder weniger das Gleiche, nur die Klangfarben ändern sich. Es gibt eben verschiedene Variationen. Aber dieses Verständnis der Substitutionen und des Austauschens von Akkorden gibt dir eine super Einsicht in die Möglichkeiten im Jazz und in Harmonielehre und eigentlich auch in Songwriting und Komponieren und Improvisieren. Du schulst dein Gehör und dein musikalisches Verständnis, deine Musikalität. Du lernst dadurch eben flexibel zu denken, flexibel zu hören, flexibel Musik zu machen. Okay, die ursprüngliche Liedform ist eigentlich vom Song I Got Rhythm von George Gershwin abgeleitet. Der Song hat im Original noch zwei Takte extra am Ende, die bei der Rhythm Changes Form allerdings weggelassen werden. Ein Rhythm Changes hat 32 Takte und ist ganz einfach und logisch in eine AABA Form unterteilt. Schauen wir uns mal den A-Teil an. Die meisten Rhythm Changes Songs stehen in Bes-Dur und die allereinfachste Version wäre eine Abwechslung der ersten und der fünften Stufe. Da das aber natürlich schnell sehr langweilig wird, zumal das Tempo eines Rhythm Changes meist etwas schneller ist, ersetzt man den Bes im zweiten Teil des Taktes mit der sechsten Stufe und den F7 im ersten Teil des Taktes mit einer zweiten Stufe und man erhält diesen wunderbaren Turnaround, die 1-6-2-5 Verbindung. Diese 1-6-2-5 Verbindung solltest du wirklich in den Fingern haben. Und zwar möglichst so, dass du in einer Position bleiben kannst und du nicht auf dem Griffbrett zu sehr rumspringen musst. Eben weil das Tempo oft etwas schneller ist. Und um diese vier Akkorde gut miteinander zu verbinden, kannst du verschiedene Wege gehen. Du kannst den folgenden Akkord immer über die Septime anspielen. Du kannst dich dem folgenden Akkord auch von oben aus nähern und ihn über die Sekunde anspielen. Oder eine Kombination von beidem. Das klingt jetzt aber relativ sauber und kann, wie ich finde, durchaus etwas mehr Jazz oder mehr Blues gebrauchen. Und da kannst du jetzt von dem Klang oder der Assoziation der Blue Note Gebrauch machen. Dieser Mischung zwischen Dur und Mollterz. Achtung, du spielst keine Blue Note, sondern ihr Klang wird lediglich dadurch vermittelt, dass du in deiner Walking Bass Linie zum Beispiel über einen G-Moll-7 Akkord eine Durterz, das B, spielst. Das gibt der Musik etwas mehr Blues bzw. Jazz. Denn auch wenn Moll-7 Akkorde geschrieben stehen, also mit einer kleinen Septime, dann kannst du zum Beispiel den G-Moll-7 auch über den Leitton der großen Septime anspielen. Und das gilt auch für die restlichen Akkorde. Ein guter Beweis dafür, dass die Assoziation der Blue Note gut funktioniert, ist, dass aus dem G-Moll 7 aus der sechsten Stufe ein G-Dominant gemacht werden kann. Und das ist genau dieser Unterschied. Die Mollterz wird zur Durterz, das Bes wird zum B, die kleine Septime wird dadurch zur großen Septime. Und wenn der Pianist zum Beispiel das Bes, die Mollterz, spielt und du leitest aber mit dem B zum C-Moll 7, dann wird das nicht als störend empfunden.
Wie gesagt, genau genommen steht das natürlich nicht so angegeben, aber das Phänomen der Blue Note und das der Leittöne lässt es eben zu. Du solltest allerdings gut deinen Mitmusikern zuhören und probieren, ob es geht oder sich zum Beispiel mit der Melodie oder auch mit dem Voicing vom Klavier oder von der Gitarre reibt. Ein bisschen Reibung ist gar nicht schlecht, aber vertraue da deinen Ohren und deinem musikalischen Geschmack. Das gleiche gilt für das Anspielen über die Sekunde. Denn auch hier kannst du einen Halbton näher an den Zielton. Du spielst den nächsten Akkord jeweils über seine kleine Sekunde an. Ich gebe dir hier lediglich eine Demonstration und eine Übung. Im richtigen Einsatz spielst du natürlich nicht so konsequent das eine oder das andere, sondern eine Kombination aus allen Möglichkeiten und entscheidest nach deinem Geschmack und nach dem musikalischen Umfeld, wie du die Akkorde verbindest. Das soll jetzt keinesfalls heißen, dass du zum Beispiel immer bei einem Moll-7-Akkord auch eine große Septime spielen kannst. Nein, aber in diesem Fall, in diesem Kontext, dieser Akkordverbindung der 1-6-2-5 in einem Rhythm Changes, steht die falsche Note auf einer im Walking Bass schwachen Zählzeit und funktioniert eben mehr als Leitton. Eine gute Kombination wäre vielleicht diese. Über das Fis zum Gmoll-7, dann über das Des zum Cmoll-7, dann über das E zum F7, dann über das A zurück zum Bes. Über das F zum Gmoll-7, wieder über das Des zum Cmoll-7 und über das G zum F7. Songs, in denen diese sich wiederholende 1-6-2-5-Verbindung vorkommen, sind zum Beispiel Blue Moon oder Don't Be That Way oder Lester Leaps In. In meinem Basskurs über Walking Bass erkläre ich das ganze Prinzip, wie und aus was sich eine Walking Bass-Linie zusammensetzt, natürlich noch viel genauer. Check ihn aus, wenn es dich interessiert. Okay, machen wir mal mit den Akkorden weiter. Diese sich immer wiederholende Akkordfolge im A-Teil lässt sich natürlich noch wesentlich interessanter gestalten. Der nächste Schritt wäre, den Bass-Akkord im dritten und im siebten Takt durch die dritte Stufe, den D-Moll-7, zu ersetzen. Was das Ganze gleich viel aufgelockerter klingen lässt. Und als weitere Anpassung geht man in Takt 6 kurz auf die vierte Stufe. Entweder mit einem S7 und einem S-Moll-7, der einen dann vielleicht zum D des D-Moll-7 der dritten Stufe führt. Oder auch einem S7 und einem E vermindert, der einen dann über das F, die Quinte der ersten Stufe bzw. die Terz der dritten Stufe weiterführt. Oder du kannst auch über die Terz des S-Moll-7 weiter über das F gehen. Und das wäre nach meinem Geschmack jetzt eine gute Standard-Akkordfolge für einen Rhythm Changes, womit du dich garantiert auf jeder Jam-Session hören lassen kannst. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar schöne Alternativen, die ich in den Übungen dieser Lektion auch noch näher behandle. Wie zum Beispiel einen besseren Übergang zum B-Teil. Also melde dich auf floriansbassunterricht.de an, da kannst du alles perfekt zu super Playalongs üben. Ich mache mal mit dem B-Teil weiter. Der ist wirklich ganz einfach und hat eigentlich nur ein Ziel, nämlich in seinem letzten Takt auf der Dominante der Tonart zu landen. In den meisten Fällen fängt es auf einem D7 an, für zwei Takte, und geht dann in einer Reihe von Quintfällen weiter. Erst runter zum G, ebenfalls zwei Takte, dann noch eine Quinte runter zu C7, zwei Takte, und weiter zu zwei Takten F7. Das ist wirklich nicht sehr spektakulär, gibt dem vollgestopften A-Teil aber ein gutes Gleichgewicht, weil es durch die jeweils zweitaktigen Akkorde auf einmal
offen und etwas ruhiger und auch weiter klingt. Aber auch hier gibt es wieder ein paar Variationen, denen du ab und zu begegnen wirst. Du könntest zum Beispiel jeweils den ersten Takt eines Akkords noch mit einer zweiten Stufe versehen. So, dass du immer eine 2-5 kreierst. Oder du änderst den G7 und den F7 und spielst jeweils die Tritonussubstitution. Auf diese Weise bekommst du eine chromatisch ablaufende Akkordverbindung. In den Playalongs dieser Lektion gebe ich dir wieder verschiedene Varianten zum Üben. Der dritte A-Teil ist eigentlich wieder wie die ersten beiden. Wie gesagt, bei I Got Rhythm gibt es noch zwei Extra-Takte, die den Song besonders machen. Beim normalen Rhythm Changes ist es eine ganz normale und logische 32-taktige Form. Eine Liste von Songs mit einer Rhythm Changes Form steht hier unterm Video. Hör dir die Standards auf jeden Fall an und lerne von den größten Jazz-Bassisten, die darauf spielen. Mein Tipp ist es auch wirklich mal, eine Basslinie zu transkribieren, also rauszuhören und aufzuschreiben. Und zu checken, was sie unter welchem Akkord spielen. Wenn du selber noch den einen oder anderen Song mit Rhythm Changes kennst, dann lass es mich bitte wissen und schreib es mir unten in die Kommentare. Und klick den Gefällt mir Knopf, wenn dir dieses Video gefallen hat. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, abonniere dann diesen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Oder trag dich einfach in meine E-Mail-Liste ein. Den Link dazu findest du auch unterm Video. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!